Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pickups hier bei Telekonga. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es kamen wieder einige schöne Dinge in der Nintendo-Sammlung an. Da reden wir jetzt entspannt drüber. Holt euch was zu trinken, macht's euch gemütlich und dann legen wir direkt los. Viel Spaß! Ja, im letzten Video habe ich doch tatsächlich vergessen, hier dieses schöne Schmuckstück noch zu erwähnen. Die Nintendo World Championship NES Edition ist im Ende Juli angekommen. Außer mein Nintendo Store bestellt, war ja sehr, sehr stressig, das überhaupt vorzubestellen. Ich weiß nicht, wie war das? Man musste, glaube ich, seine E-Mail-Adresse wieder hinterlegen, damit man eben Interesse bekundet. Dann hat man irgendwann eine Mail bekommen, ist jetzt verfügbar, ruf hier bitte deinen Code ab, dass du dich einwählen kannst und in die virtuelle Warteschlange kommst. Ja, das war ein Spaß, das hat dann fast den ganzen Tag gedauert. Die Mails kamen zwar an mit dem Code, aber immer eine Stunde zu spät und der Code war jeweils nur 10 Minuten gültig. Also, über den ganzen Tag verteilt, immer wieder versucht, den Code abzurufen, damit ich endlich das gute Stück hier bestellen kann. Und ja, es kam immer mit Verzögerung von einer Stunde und das hat mega genervt. Manche hatten Glück, manche hatten Pech. Am Abend hat es dann endlich funktioniert. Ich bin in die Warteschlange gekommen, war innerhalb von ein paar Minuten durch und konnte es dann letztendlich vorbestellen. Ja, und einige Zeit später kam es dann per Post. Ne? Wie gewohnt, einwandfrei verpackt von meinem Nintendo Store. Wirklich eine sehr schöne Edition. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut und wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Ne? Kam im Juli, wie gesagt, an. Ich hatte es einfach vergessen in der letzten Folge. Die war ja so voll mit N64-Spielen. Ist passiert. Naja, habe ich es nachgeholt. Ne? So, und im August kam dann irgendwann eine Meldung von Mediamarkt und Saturn, dass die Rune Factory 3 Limited Edition im Angebot ist. Dieses schöne Stück hier. Wer in den Regalen schaut, da habe ich schon ein paar von der Reihe. Ne? Harvest Moon, Rune Factory, besser gesagt Story of Seasons. Harvest Moon ist ja nicht mehr ganz so tolle. Ne? Genau, Rune Factory 3 in der Special Edition im Angebot bei Mediamarkt Saturn für 26 Euro. Ich also zu Mediamarkt und da steht es im Regal für Vollpreis 60 Euro. Es war wieder mega anstrengend, also habe das Spiel genommen, bin an die Kasse, habe gesagt, guckt mal, ihr habt doch hier ein Angebot, ne, 26 Euro, schaut doch mal bitte nach in der Kasse. Die Kassiererin schaut nach, nö, hier kostet 60 Euro, ich soll bitte nochmal in den Laden zurück zu einem Verkäufer, mit dem sprechen, dass der guckt. Also bin ich wieder in den Laden zurückgelaufen, habe einen Verkäufer gesucht, habe dann mit dem gesprochen. Er fand das alles sehr seltsam, hat mir den Preis aber dann letztendlich angepasst auf 26 Euro und dann konnte ich endlich bezahlen. Es war doch eigentlich ja relativ klar, also wenn ihr das online schon anbietet, dann ja, warum habt ihr das nicht in den Systemen drin? Ich verstehe es manchmal nicht. Hat wieder leider viel Zeit gekostet, das Ganze hin und her gelaufen, aber am Ende, naja, war halt ein zu guter Rabatt, ne? Von 60 auf 26 runter. Da habe ich das natürlich mitgenommen, ist noch sealed, keine Zeit es zu spielen. Von daher bleibt es auch erstmal so. Aber ich finde das Format ganz schön hier und ja, auf jeden Fall eine schöne Box, die ich dann da hinten dazu stelle. Ja, im August hatten meine Frau und ich dann auch einige Urlaubstage und da haben wir verschiedenste Tagesausflüge gemacht und ja, unter anderem war ich dann auch in einem GameStop drin. Ja, ich habe mal wieder einen GameStop entdeckt, gibt es ja gar nicht mehr so viele. Und ja, da habe ich dann mal einfach so auf gut Glück in den gebrauchten Switch-Spielen rumgewühlt. Und hab dann hier diese schöne Dragon Quest für die Nintendo Switch gefunden. War ja von Nintendo gepublished. Ich wollte es immer holen, aber irgendwann war es ausverkauft und irgendwann sind die Preise so gestiegen. Ja, und dann habe ich irgendwie das nicht mehr eingesehen, da über 50 Euro für das Spielchen zu zahlen. Ja, und siehe da, im GameStop habe ich dann plötzlich hier das Spielchen gefunden. Die wollten 35 Euro für haben. Das ist okay, ne? Da habe ich dann schnell zugeschlagen und Zustand ist einwandfrei. Also da hat man die Folie abgemacht, ne? Aber ansonsten ist an der Hülle nichts dran. Und ja, von daher absolut in Ordnung. War es mal wieder ein schöner Deal bei GameStop. Kommt ja nicht mehr so oft vor. Hat mich gefreut auf jeden Fall. Und ja, natürlich würde ich es auch gerne spielen, aber Dragon Quest, oh, das frisst so viele Stunden. Ach, ich muss mal gucken. Also das ist so ein Titel, da hätte ich echt mal wieder Bock auf ein
schönes japanisches Rollenspiel, aber die Zeit. Mal gucken. Ja, ich will es noch nicht aufgeben. Vielleicht ergibt sich ja was so Richtung Weihnachten, dass da mal eine Möglichkeit sich ergibt, weil ja, ich hätte echt Bock drauf. Ja, und dann waren wir noch einen Tag in Trier unterwegs. Und in Trier gibt es ja das berühmte römische Bauwerk, die Porta Nigra, das große Tor. Ja, und direkt da hinten dran ist noch tatsächlich ein Videospielladen. Game Natics oder so ähnlich heißt der. Und da bin ich halt mal rein, hab geguckt und ich habe so die Angewohnheit, wenn ich irgendwie eine Städtetour mache, nehme ich mir gerne irgendwas für die Sammlung mit so als kleines Andenken. Und ja, der Nintendo-Bereich war schon ziemlich leer gegrast, tatsächlich Xbox und PlayStation ohne Ende noch die Regale gefüllt, aber Nintendo war wieder sehr spärlich. Und habe dann aber tatsächlich noch diesen schönen Spieleberater gefunden, den Spieleberater zu Yoshi's Island, Super Mario World 2 für Super Nintendo in einem sehr, sehr guten Zustand. Da ist kaum was dran, auch die Karte innen drin, die ja gerne mal umknickt, alles in Ordnung. Kein Gekritzel drin, keine fehlenden Seiten oder Eselsohren. Hat natürlich auch seinen Preis, die wollten 60 Euro dafür. Hab mal lieb nachgefragt und es gab einen Rabatt von 5 Euro, immerhin. Also habe ich mir dieses kleine Spieleberaterchen mitgenommen für 55 Euro als Andenken an Trier. Übrigens eine recht schöne Stadt. Genau. Und ja, hatte ich tatsächlich noch nicht. Also gab ja wirklich viele Spieleberater damals, aber den habe ich mir halt damals nicht geholt. Und ja, so wartet man dann halt mal auf eine gute Chance und die hat sich da ergeben. Von daher, schöne Sache. Der Spieleberater zu Yoshi's Island. Ein tolles Spiel. Bevor es weitergeht, eine kleine Bitte, wenn euch das Format gefällt, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Unterstützt doch auch gerne unseren Kanal mit einem kostenlosen Abo. Und ja, ansonsten sei noch gesagt, Pickups gibt es schon mittlerweile über 35 hier auf dem Kanal. Also, wem es Spaß macht, schaut gerne mal zurück. Und da findet ihr bestimmt noch einige schöne Pickup-Videos. Viel Spaß und jetzt geht's direkt weiter. Ja, und dann gab es noch ein paar Schnapper von Amazon. Da habe ich auch mal ein bisschen gewühlt, ein bisschen was gefunden. Zum einen für 15 Euro Days of Doom. Ja, ich hoffe, es spiegelt nicht. Days of Doom ist, wie soll man das beschreiben, ein rundenbasiertes Strategiespiel in einer postapokalyptischen Welt mit Zombies und einer Heldengruppe, die versucht zu überleben. Ja, rundenbasierte Strategie. Man läuft so auf Feldern, ne, rückt seine Einheiten vor und nutzt auch ein bisschen die Umgebung, um die Gegner zu besiegen. Das Ganze hat auch Roguelike-Elemente, das heißt, das, was man aus einem Feldzug mitnimmt, das bleibt auch, kann man dann wieder seine Charaktere mit ausrüsten. Ja, von daher, ich habe es noch nicht gespielt, klang aber auf jeden Fall interessant. Days of Doom, 15 Euro. Ne? Es soll auch nicht so lang sein, relativ einsteigerfreundlich auch. Für 15 Euro war das okay. Ich habe gelesen, der Vollpreis 30 Euro wäre eigentlich ein bisschen zu viel für die kurze Spielzeit. Ja, von daher, ne? Atari hat es gepublished. Ist in Ordnung. Mal gucken, ob ich irgendwann dazu komme. Days of Doom. Für 24 Euro geht es zurück in die 80er. Die Rede ist von Killer Frequency von Team 17 oder Team 17, ja, je nachdem. Man ist Mitarbeiter in einem Radiosender und man bekommt die Info, dass ein Serienkiller ausgebrochen ist. Der ist jetzt auf freiem Fuß und richtet Chaos in der Stadt an. Und ja, dann ist es so ein Loop aus, wir legen eine Platte auf, wir bekommen Anrufe, wo man uns hilft, eben vor dem Serienmörder vielleicht zu entkommen. Man löst kleine Rätsel, ne? Auch in den Räumlichkeiten, wo man unterwegs ist. Also man hat da wirklich nur den Radiosender und die Büroräume davon. Und da sind immer mal wieder ein paar Sachen, die man finden muss. Ja, und dann legt man wieder eine Platte auf und dann hat es immer so seinen Loop und die Story kommt nicht so ganz in Fahrt. Es soll eigentlich ein bisschen auch lustig sein, aber was ich jetzt schon so gesehen habe von dem Spiel und auch gehört habe, soll es gar nicht. Ja, es ist nicht verkehrt, aber es macht seine Sache jetzt nicht so, wie man es eigentlich erwarten würde oder sich erhofft. Ja, für 24 Euro denke ich, aber auf jeden Fall kann man mal einen Versuch wagen. So, und dann zu einem Retro-Titel neu aufgelegt. Die Rede ist von Cubite Classics Jim Power The Lost Dimension bei Pico. Ja, von Pico nochmal neu aufgelegt.
Und hier gepublished von Strictly Limited. Ne? War reduziert auf 25 Euro. Es gibt insgesamt 2000 Stück davon. Ich habe Nummer 1829. Okay. Ist dann die 69. Veröffentlichung von Strictly Limited. Ja, ist ein Titel, der 1993 auf dem Super Nintendo unter anderem erschienen ist. Hier hat man die Super Nintendo Version auch dann nochmal umgesetzt. Man kann sie in 8-Bit und in 16-Bit spielen. Ist ein 2D-Action-Plattformer, also man läuft von links nach rechts, von oben nach unten und ballert sich den Weg frei und muss ausweichen. Und es ist wohl bockschwer. Ich fand das Cover genial, ne? Und dadurch, dass es auch so streng limitiert ist, war es für mich auf jeden Fall von Interesse. Ich finde super, wie das aussieht. Allein deshalb dachte ich, sind die 25 Euro schon wert. Und ja, gab natürlich auch eine große Sammler-Edition, die war auch reduziert, aber ja, das musste dann nicht sein. Habe ich dann verzichtet in dem Fall. Ja, von daher, das bleibt zu, das spiele ich nicht, das ist ein reiner Sammelgegenstand in dem Fall. Und ja, ich fand es aber wirklich, sieht doch schick aus, oder? Mal ehrlich. Ja, und zuletzt dann noch eine Vorbestellung, richtig knackige 99 Euro teuer, ein Riesenpaket. Die Rede ist vom ja, sehr, sehr guten Metroidvania Blasphemous Teil 2. Ja, Teil 1, den habe ich mir damals als Limited Edition von Limited Run bestellt. Und den zweiten, den konnte ich jetzt ganz normal über Amazon vorbestellen. Hat ein anderes Format, sind natürlich auch ein paar andere Sachen drin. Ich blende hier mal noch ein Bild ein, was sich da so alles in dieser riesigen Box befindet. Blasphemous ist eine sehr, sehr düstere ja, Metroidvania-Reihe. Mit wirklich gigantischen Gegnern und sehr, sehr schönen Umgebungen, auch teilweise recht anspruchsvoll. Ja, finde ich aber optisch sehr, sehr gelungen und auch spielerisch überzeugt. Von daher wollte ich natürlich auch Teil 2 in der Sammlung haben, ja, in Form halt dieser schönen Sammlerausgabe. Genau, aber 99 Euro ist halt schon, ja, habe ich mir gut überlegt, aber ich konnte dann doch nicht Nein sagen. Ja, und zuletzt gab es da noch eine Bestellung bei Amazon Japan. Da habe ich lang nichts mehr bestellt, wurde mal wieder Zeit. Und ich konnte an der Zelda, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom Soundtrack Box nicht vorbeigehen. Wunderschöne Sammlerausgabe mit, ich glaube, 8 oder 9 CDs und dann noch einem USB-Stick in Form vom Master Sword, ja, sehr, sehr schön, sind auch die schönsten Lieder wohl mit draufgepackt nochmal, digital, und ist einfach eine wunderschöne Box geworden. Und ja, der Soundtrack von Legend of Zelda ist immer gut und da ist wirklich so viel draufgepackt. Ja, am Ende hat es dann doch 150 Euro gekostet, ne, mit Versand, und ja, am Zoll ist es zum Glück vorbeigegangen, aber es war natürlich trotzdem ein stolzer Preis, aber auch wirklich eine schöne, ein schöner Original-Soundtrack, ne? Kam innerhalb von, ich glaube, 3 Tagen schon hier an. Es war sehr, sehr schnell alles. Und so viel dazu. So, und dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Pickup-Folge für den August 2024. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich danke für die Unterstützung. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.